So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir den Geisterboss als Risikokomet geblättert. Und wo hier der Secret Star ist, das wissen wir ja schon seit dem 40. Part. Ne, 39. Und zwar hier. Ist jetzt auch ein bisschen schwer für die Leute, die es nicht wissen, wo der ist, weil vielleicht muss man, um den zu bekommen, hier beim Buhu-Wettlauf eine Abzweigung nehmen oder eine bestimmte Zeit, denken sich die meisten, aber der ist eigentlich recht chillig versteckt. Und zwar ist das einfach ein leuchtender Stein hier am Anfang. Und zwar, habe ich ja eh schon gezeigt, da drüben, wo die Fledermaus fliegt. Recht chillig. Man muss sich nur ein bisschen gut umgucken. Und dann wären wir hier in so einer komischen Galaxie, die mit Luigi natürlich noch ein bisschen schwieriger ist als mit Mario, denn unser guter Freund Luigi, wie wir wissen, der rutscht ja gerne. Stampfattacke bitte. Danke. So, hier ist jetzt einfach die Devise für mich mit Luigi. Heil durchkommen, was schon mal sehr gut geklappt hat, da fallen wir ins Nichts. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo ein Geister-Easter Egg im Hintergrund, vielleicht so wie bei 3D-Land, vielleicht kennen ja da die meisten das Easter Egg mit dem Geist in 4 Geisterhaus, also in 4-4. Würde mich wundern, wer es nicht kennt, hat ja Iblali gezeigt. Würde mich nicht wundern, wenn es das hier auch gibt. Muss der Boden jetzt in die Richtung gehen? Ich hab's ja noch überlebt. Ihr könnt euch mal hier verpissen, ihr Geister. Ihr seid böse. Ich mag keine Geister! Hört auf, mich zu verfolgen! Okay, also wie gesagt, mit Luigi ist es schwieriger. Ich merke schon die Schwierigkeit dabei. Nein! Nur, dass ihr es wisst. Ein Treffer von den Geistern, wir sind tot. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Also, das muss mir jetzt echt jemand erklären. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? What the fuck? Was für ein Glück hab ich denn jetzt gehabt? Ich weiß natürlich, dass man die Buhus mit Schütteln weglocken kann. Das wusste ich auch. Das habe ich auch genutzt, wie ihr gesehen habt. Aber dass ich den Sprung überlebe. Meine krassen Wandsprung-Skills, ne? Und das alles. Naja, und hier ist eh schon der Stern. Thank you for that star. Here we go. Ende des Parts. Sehr schön. Gefällt mir. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss.